So, hallo YouTube, ich wollte euch mal noch den Zwischenstand jetzt in der Werkstatt zeigen. Hat sich ein bisschen was getan, ganz fertig sind wir noch nicht. Wie ihr seht, da stehen noch Lochwände, die müssen nochmal geputzt werden, bevor sie aufgehängt werden. Die kommen dann oben an die Wand. Da kommen dann sozusagen noch so flachere Werkzeuge hin, dass man halt da nicht hängen bleibt. Hier stehen noch die Regale, die gehören zu den Schienen. Da kommt jetzt hier noch ein Regalsystem hin, wie da jetzt schon ist. Das muss noch ordentlich eingeräumt werden und dann machen wir oben auch noch zwei längere Bretter hin und dann werden die Regalfächer noch von der Höhe angepasst, je nachdem was für Kästen da reinkommen. Hier unten kommen wieder unsere Schrottkisten hin, also wo die Schrottteile reinkommen. Schraubenkisten müssen auch noch ein bisschen sortiert werden, ein bisschen habe ich schon gemacht. Ist noch nicht fertig. Jürgen, sein Saustall sieht mal wieder so aus. 5 Fahrräder, habe ich zu ihm gesagt, sind abgemacht. Ja, irgendwie hält er sich dran, aber es war eigentlich nicht so gedacht, dass dauerhaft 5 Fahrräder drin stehen. Aber na gut, ich habe noch vor, das zeige ich euch nachher noch, draußen im Hof einen Ständer hinzumachen, dass die Fahrräder über Nacht auch draußen stehen können, dass wirklich hier nur das zum bearbeitende Fahrrad drin ist, dass man hier mal wirklich an die Maschine jederzeit rankommt. So, ich weiß nicht, glaube im letzten Video habe ich die Couch schon gezeigt. Couch ist da, also die Kunden können sich auch mal hinsetzen oder meinen Besuch. Wasserspender, Kaffeemaschine ist jetzt auch da. Schmeckt wunderbar, ist zwar eine gebrauchte Maschine, aber komplett gereinigt und überholt. Wasserspender ist auch gebraucht von mir, gereinigt und überholt, weil meine Süße unbedingt fürs Wohnzimmer mit Tee haben wollte. Der hatte zwar auch einen Wassertank drin, aber der war nicht so teuer und vor allem musste man immer hinten ein- und ausschalten. Der neue hatte Sonnenschalter. Tisch ist noch nicht so das Optimale, wie ihr sehen könnt, kippt der Wassertank. Also das ist so ein Campingtisch, der ist einfach zu weich, der gibt so arg nach. Da kommt noch eine Holzplatte mit Füßen hin und den werde ich dann wahrscheinlich für mich behalten, weil der nämlich super leicht ist. Wollte man zwar eigentlich was Klappbares machen am Fahrradwohnwagen, aber den kann ich mir auf die Matratze werfen und gut ist, ist mit einer Hand zusammenklappbar und was soll's, gekauft ist er, super günstig zwar, aber warum wegschmeißen? Er ist wirklich super leicht. So, Fahrradwohnwagen habe ich mir jetzt mittlerweile, das ist übrigens das Zelt, wo ich noch zusammenschneidern werde, was hinten an die Türe rankommt. Das ist natürlich jetzt noch viel zu groß. Hat aber den Vorteil, zeige es euch gleich, das hier ist nämlich der erste Ein- oder Ausgang, ja, der jetzt gerade Richtung Fahrradwohnwagen steht. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich hier letzt angefangen habe mit der Elektrik und da hat es angefangen zu regnen. Wie ihr sehen könnt, die Akkus sind schon grob positioniert, die werden jetzt mit Holz Latten unten fixiert und den Spanngurt hier, den werde ich im Prinzip zerschneiden und für mich so gängig machen, dass ich die Batterien damit sozusagen festspannen kann. Davon habe ich 2 Stück, das reicht dann vollkommen. Ja. Die werden sozusagen einmal so in die Längsrichtung gespannt, in die Querrichtung. Seht ihr ja, da kommen Holzkanten rein, wo sie sozusagen reingeschoben werden können oder reingelupft werden können, also in die Richtung können sie nicht weg. Ja, also weit bin ich noch nicht gekommen. Hier seht ihr die Aluplatte, die habe ich schon mal grob angezeichnet, wo die Schienen nachher sind und das ist der Bereich, wo jetzt die komplette Elektronik hinkommt. Ja, und damit wird auch gleichzeitig nach außen hin gekühlt. Zusätzlich ist ja noch in den Türen diese Temperaturregelung mit Lüfter drin. Und auf der anderen Seite nur der Auslass. Somit ist da eigentlich genügend Umlüftung gesorgt. Also da drin wird es eigentlich nie heiß. Also jedenfalls nicht heißer als die eingestellte Temperatur, die ich am Thermostat regeln kann. Ja, viel weiter bin ich noch nicht gekommen, weil, ich kann es euch mal zeigen hier, durch die Farbe und durch den ganzen Schrott, den ich hier zu tun hatte. Ich habe eine schwere krumme Nickelallergie und wahrscheinlich mittlerweile auch noch ein paar Allergien noch dazu und durch das Spiritus und das ganze Zeug, also
sind meine Hände komplett aufgeplatzt gewesen. Sieht mittlerweile schon wieder besser aus, so wie man es nehmen kann. Ja, also es tut noch höllisch weh. Also es ist halt wie, als hätte er so einen leichten Hautkratzer. Ja, das sind immer die übelsten. Und da seht ihr es ja, also selbst hier an der Seite. Also ich habe kaum Gefühl in die Finger. Ja, die Schwellung ist jetzt ein bisschen besser. Ich mache nachts immer, ziehe ich so Stoffhandschuhe an. Und da kommt dann so eine Mischung aus Kamillesalbe und Pepanthen. Und damit reibe ich meine Hände über Nacht ein, dass sie ein bisschen heilen können. Und ich hoffe mal, dass es bis Ende der Woche wieder hier soweit ist, dass es zumindest grob so ist, dass ich wieder arbeiten kann, weil so macht es halt auch keinen Sinn. Ne? Ich habe mir auch keinen Bock mehr, da eine Blutvergiftung einzufangen, indem ich mir jetzt hier Dreck reinfange. Ja, also das ist Stand der Dinge. Die Türe, wie gesagt, habe ich schon fixiert jetzt hier mit Alu-Gewindehülsen reingeschraubt. Also das ist nicht mehr mit diesen Blechschrauben festgemacht, weil die haben ja sich immer problematisch gelockert. Ja, also die Türe dürfte jetzt auch kein Problem mehr machen. Da seht ihr jetzt nochmal, das sind die Räder. Ja, zeige euch mal auf der anderen Seite. Da ist jetzt das Rad drin ohne Motor. Das kommt nach vorne. Ja, das ist sozusagen das Vorderrad. Ja, und der Motor, der liegt jetzt noch im Wagen. Das ist jetzt momentan Stand der Dinge. Ich hoffe, dass ich, wie gesagt, nächste Woche wieder meine Hände wieder in Funktionsfähigkeit. Hier seht ihr noch die Platten, die ich noch habe, wo ich jetzt noch am Überlegen bin, weil ja hier durch die Stützen, die sich ein bisschen schräg gestellt haben, ja hier die Naht hier gerissen ist. Ich weiß noch nicht, ob ich hierher gehe und die Platte wegschneide, ob das wirklich Sinn macht oder ob ich es hier einfach repariere. Ja, dann kommt es ja auch noch darauf an, wenn ich eine Folie drauf mache, dann brauche ich es eigentlich gar nicht machen, weil dann repariert es irgendwie durch die Folie. Ja, und unten ist eigentlich auch nicht so wichtig. Das zu dem Thema. Ja, weil das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier einen Schnitt setze, hier ist die Holzplatte, wo ich drauf liege. Ja, und die sollte auf keinen Fall irgendwie Feuchtigkeit ziehen können. Gut, den Schnitt kriege ich normalerweise dicht und wenn es weit genug unterhalb setzt, dann ist es eigentlich auch dicht. Aber ja, das Teufel ist ein Eichhörnle, wie man so schön sagt. Ne? Kann ein Eichhörnle sein. Jo, das ist der Stand der Dinge. Jetzt habe ich ein E-Mail bekommen von einem von euch. Ich weiß nicht, warum er es per E-Mail geschrieben hat. Ich soll doch mal so ein komplett Satz machen, was ich alles an dem Dreieck geändert habe. Oh Gott, das würde das Video, glaube ich, sprengen. Ich mache mal so eine ganz kurze Erläuterung. Also, was ich jetzt die letzten noch gemacht habe, ist das Beklebte hier komplett abgeschabt, neu mit Reflektoren bestückt und also ein Reflektorenklebeband und der Beschriftung. Die Platten oben muss ich nochmal hier nachkleben. Das musste ich halt jetzt, oder besser gesagt, war ja eh teilweise lose wegen dem Unfall der letzten und eh das ganze Klebeband taugt irgendwie nichts, weil hier geht es auch schon los. Ja. Die Naht, die ich hier oben gesetzt habe, war ja bloß so provisorisch, weil ich es da innen drin mit Befestigungskleber geklebt habe. Der ist aber nicht dicht. Jetzt habe ich wohl gemerkt, dass das auch nicht ganz dicht ist. Ich werde es nochmal komplett aufmachen, vorsichtig auseinanderziehen, abkratzen. Und eine komplette Silikonnaht innen reinsetzen. Ich glaube, dass das eh besser ist. So, dann habe ich noch geändert. Hier habe ich mir jetzt Teflonrohr geholt. Aus dem Grund, weil ich hier immer an der Kette hängen geblieben bin beim Rein- und Rausgehen. Deswegen habe ich es jetzt weiter nach vorne gesetzt. Weil das war ja vorher, das Rohr war ja bloß bis da. Ja. Und ja, soll einen besseren Gleitfaktor haben. Und da wenn ich eh schon neues rein mache, wie gesagt, dann mache ich gleich das bessere. Hat ein paar Euro mehr gekostet wie das PE-Rohr. Und der Witz ist halt, das ist durchsichtig, man sieht die Kette. Ja, kleiner Nebeneffekt, Spaß. So, was das Wichtigste war, was ich an dem Dreieck gemacht habe, ist hier. Und zwar, ich hoffe mal, ich kriege es jetzt einigermaßen hin. Diese Halter, wo die sozusagen die Grundhalter für die Backe dran ist, die sind zu weit nach vorne geschweißt. Das heißt, die Bremsbeläge sind nur bis zur Hälfte auf der Scheibe drauf gelegen. Jetzt bin ich hergegangen, habe 180er Scheiben statt die 160er genommen und habe hier an dem Halter und vorne an dem Halter ein Stück abgesägt,
dass die Bremsbacke wieder weiter reinkommt. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht. Somit liegen jetzt endlich die Scheiben und die Bremsbeläge auf komplett. Und ich habe auch die volle Bremswirkung und mir schleift halt die Backen nicht schief runter. Also wie gesagt, die Beläge schief runter. Und dadurch kommen dann die Backen nachher schief, was schlecht ist, weil das ja Keramikbacken sind, die dann kaputt gehen können. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe hinten Ritze, Schaltwerk, Schaltknauf gewechselt. Ich habe die kompletten Bremshöhlen plus Bremsleitung plus Endhülsen, wo keine vorhanden waren, überall eingesetzt. Ich habe die komplette Elektrik. Ich habe die Bremsen umgearbeitet, weil die Hydraulikbremsen waren hier jede Seite eine Bremse. Das habe ich auf einen umgelegt. Habe hier den auch noch getauscht gegen einen mit Schalter drin. Ja. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ziehe, ich gehe mal ein Stück weg, so, dann sieht man es eigentlich, müsste man sehen, löse ich gleichzeitig die Parkbremse und kann losfahren. Ja, seitdem das jetzt auch mit den Hülsen ist, das ging vorher nämlich übrigens auch nicht. Ja, und wenn ich hier Notbremse, wird auch der Motor deaktiviert. Gut, muss man nicht unbedingt, ja, aber sicher ist sicher. Ja, also ich habe schon Leute gesehen, die dann in der Panik weitergetreten haben. Dann habe ich hier hinten auch die mechanische Bremsbacke gegen eine Shimano gewechselt, weil die andere sich nicht gescheit einstellen lassen hat. Entweder hat man ein Schleifen gehabt oder sie hat keine Bremswirkung gehabt. Mit der Shimano ist das überhaupt gar kein Problem. Ja. Das soll jetzt keine Shimano-Werbung sein, ist einfach so. Ja. Dann habe ich mir, wie gesagt, hier alles die Bremsen auf einen gelegt. Ich habe mir hier unten, das ist noch nicht ganz fertig, das seht ihr noch, da ist die Lüsterklemme, das muss ich noch verlöten. Ich habe noch keinen Lötkolben hier in der Werkstatt, das muss ich auch noch herholen. Keine Ahnung. Habe ich einen Druckschalter von Mahura eingebaut, wo sozusagen, wenn ich bremse, hinten das Bremslicht mit angeht. Dann habe ich ja, wie gesagt, die komplette Verkabelung nochmal komplett überarbeitet. Habe die mal auch sauber eingewickelt, habe den Solarregler getauscht. Da bin ich auch noch nicht fertig, ja, aber da habt ihr ja gesehen, da habe ich auch noch zusätzliche Leitung eingelegt noch. Also jetzt ein Ader ist noch mit drin, die noch nicht benutzt ist. Vorsichtshalber mal. Ich war mir nicht sicher, ob ich hinten einen USB-Verteiler hinmache. Ich habe es jetzt eigentlich so gelöst. Ich habe von vorne hier noch ein USB-Kabel hingelegt. Das habe ich noch gehabt vom Fahrrad vorher, von meinem alten Fahrrad, das lange Teil. Das hatte ich verbunden zwischen Fahrrad, Wohnwagen und Fahrrad. Da hatte ich ja sozusagen immer vom Fahrrad, Wohnwagen Strom mir geholt. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Dann habe ich mir hier Getränkehalter hingemacht. Ich habe mir hier meine Dampftasche hingemacht. Ich habe hier für das Garmin eine Halterung hingemacht. Und ich habe hier fürs Garmin eine Halterung hingemacht. Ich hatte zwei übrig. Und somit habe ich beide hingemacht. Der Vorteil ist, wenn mal ganz stark Sonne vom flachen Winkel kommt, kann ich mir das Garmin da oben hin machen, da ist es immer geschützt vor der Sonne. Ja, also da spiegelt es auch nicht. Dann habe ich da drüben die Handyhalterung hingemacht, dann habe ich oben links und rechts jeweils Doppel-USB-Wandler hingemacht, der von 12 Volt auf USB runterwandelt. Habe drüben mittlerweile, war ja früher hier, die Kamerahalterung hingemacht, aus dem Grund, weil ja das Piepen drin war. Das Mikrofonkabel in ein Alurohr verpackt, habe Ferritkerne hingemacht, dass auch da keinerlei Störung mehr reinkommen kann. Also das Pfeifen haben wir jetzt wohl in den Griff gekriegt. Was mit der GoPro ist, ist immer noch das Problem, dass sie auch mit der neuen Speicherkarte Speicherreparatur bringt oder besser gesagt Datenreparatur oder sowas. Auf jeden Fall so eine blöde, ja, du bist die Heldin. So eine blöde Fehlermeldung. Deswegen wird die Kamera und das Gehäuse jeweils einmal über die Kamera über Amazon und das Gehäuse direkt über GoPro eingeschickt. Da muss ich aber heute Abend mich auch nochmal hinsetzen, weil die haben ja den UPS-Rücksende-Weber als GIF geschickt, warum auch immer als GIF.
Und das Ding ist so groß wie eine DIN A4-Seite. Also da muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich das Ding verkleiner und ausdruck. Dann habe ich mir hier die Blinker hingemacht, die per Funk von hier vorne gesteuert werden. Das vordere werde ich jetzt noch umändern, weil ich hatte ja euch schon erzählt, ich hatte die ja auch bei AliExpress bestellt. Zweimal. Und zwar aus dem Grund, dass ich halt ein paar für den Fahrradwohnwagen und ein paar fürs Fahrrad habe. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil ich einfach die hinten wegmache und dann an den Fahrradwohnwagen hinmache. Und dadurch habe ich aber jetzt diese Halter, die ich jetzt hier zum Beispiel habe, ja, die werde ich jetzt umfunktionieren und werde sie mir hier oben hin machen. Also direkt neben die Beleuchtung und Bremslichter sozusagen. Und dasselbe hier vorne auch, weil hier vorne, das sieht man echt nicht. Also erstens sind sie so nah beieinander, dass man nicht den Unterschied glaubt, dass die Leute den Unterschied nicht schnallen. Ja, und es wird halt schlecht gesehen, deswegen kommen die jetzt auch hier oben hin. Ich habe jetzt die Halter und kann mir die vom anderen Paket nehmen. Ja, also die sind jetzt gekommen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So, das war es übrigens jetzt zu den Änderungen vom Fahrrad. Ich hoffe mal, ich habe jetzt alles erwähnt, aber ja gut, ich glaube, einer oder anderes habe ich vergessen. Ja, das sind übrigens, so kommt das hier an. Also ich finde es genial. Kostet 48 Euro. Ja. Da habt ihr die Halter drin. Das ist halt das Doofe, dass da nur einmal diese Einzelhalter drin sind. Ja. So, ich gucke gerade. Aha. Hier sieht es wohl anders aus. Okay, also bei dem ist jetzt wohl Variationsmöglichkeit gegeben. Tatsächlich, ja. Also hier sind sogar vier drin. Jetzt bin ich baff. Und sogar noch mit Gummis gleich hier eingearbeitet. Das finde ich ja cool. Okay, also ich nehme alles zurück. Dann habt ihr hier ein lustiges USB-Kabel, das als Reißverschluss funktioniert. Ja. Allerdings nur eins für zwei, weil eigentlich braucht man ja vier. Eigentlich hätten sie da gleich vier dran machen können. Oder zumindest zwei so Kabel mitliefern können. Aber, na gut, USB-Kabel hat, glaube ich, mittlerweile jeder genügend zu Hause von Wechsel vom Handy und so weiter. Jo. Dann ist noch so eine schöne Bedienungsanleitung, als wäre ich wieder vom Japanischen ins Englische übersetzt. Ja. So, ich habe es mir noch gar nicht genau angeguckt, weil ich eigentlich rausgefunden habe, wie es funktioniert. Also man kann die sozusagen anpassen, so wie man es braucht. Also man könnte auf hier nach links blinken lassen. Ja, also das geht. Man muss halt einmal aktivieren, auf den Knopf drücken und dann die Richtung des Blinkers drücken und dann passen die sich dementsprechend an. Aber ich bin jetzt echt begeistert, dass da vier Halter dabei sind. Also da bin ich jetzt richtig baff. Dann werde ich das vielleicht sogar nachher noch machen. Also gerade mal gucken. Irgendwie kommen mir die komisch vor. Ah ne, stimmt, passt schon. Muss ich dann nachher so hinmachen. Aber das passt auch, das kriege ich hin. Jo, supi. Okay, gut, dass ich da mal reingeguckt habe. Jo, also das war jetzt momentan der Stand. Die nächsten Videos, die ich euch präsentieren kann, ich weiß natürlich nicht, wie lange das dauert mit der GoPro, werden wahrscheinlich alle vom Handy kommen. Also verzeiht mir die Ton- und Bildqualität, obwohl Bildqualität müsst eigentlich, ich habe ja das Samsung A71, hat eigentlich eine ordentliche Kameraleistung, also ich denke mal, Bildqualität wird nicht das Problem sein, die Tonqualität wird natürlich nicht überragend sein. Und Entschuldigung, ich kaufe mir da jetzt nicht extra ein spezielles Mikrofon dafür, seid mir nicht böse. Ja, hier haben wir übrigens die Fahrradschläuche hintrapiert, dass man auch eine Übersicht hat. Das war meine Idee, weil er wollte es erst ins Regal reinholen. Ich meine, hier wir haben eine tolle Fensterbank. Da können die Kunden gleich sehen, was wir da haben, falls sie Fragen haben, ob wir einen Reifen da haben. Und du hast eine Übersicht genau über die Reifen, die da sind. Ja, das ist dieses besagte Regal, wo ich euch das letzte Mal in einem anderen Video, wo es noch nicht dran war, nicht schön, aber praktikabel. Ja.
Das ist noch nicht, auch noch nicht ganz fertig. Das Modem kommt noch an die Wand und das Telefon kommt da auch noch irgendwas hin. Oder kommt hinter die Kaffeemaschine, wenn dann nachher hier ein anderer Tisch ist, weil ich möchte den Tisch gern auch ein bisschen breiter haben. So, in dem Sinn, viel gelabert. Ich hoffe, es war euch jetzt nicht zu langweilig, ja, weil es eigentlich nicht arg viel Neues gab. War ja eigentlich mehr oder weniger eine Zusammenfassung. Einziges Neue war die Kaffeemaschine, Getränkeständer und ja, vielleicht noch die Werkzeugwand, die jetzt hier hängt. Ja. Aber ich denke, so langsam macht sich die Werkstatt. Ja, er muss jetzt hier noch sein, weil er den unbedingt behalten will. Machen wir den, tun wir die Platte sozusagen weg und machen drei Traversen dran mit Schwerlasträdern. Die liegen, glaube ich, auch hier auf dem Chaos-Tisch. Ja, genau hier. Schwerlasträdern, ja, mit Bremsen dran. Und dann ist das Ding hier variabel, dann kann man es hinstellen, wo man halt gerade arbeiten kann. Oder ja, wenn ich hier vorne mehr Platz brauche, dann kann er weiter nach hinten rutschen. So ist jetzt Stand der Dinge. In dem Sinn, es ist bullenwarm. Ja, es ist Sonntag. Und es zieht gerade irgendwie was auf hier. Ja, also wäre mir gar mal jetzt im Momentan nicht unrecht. In dem Sinn wünsche ich euch was. Schön ist das Leben, man muss es nur schön machen. Und wenn mir auch gerade alles wehtut, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und an die Leute, die meinen, ich mache die Tour nicht, glaubt mir, ich mache mir hier die Mühe nicht umsonst. Und schwitze mir Herren ab, mache meine Hände blutig. Ja, also das ist kein Spaß, nicht, sondern das ist mein Ernst und ich werde es auch durchziehen. Und wenn ich mich jetzt auch durch die Fahrradwerkstatt und durch das Dreieck hier ablenken lassen habe oder was sagt, ja, Zeit verbraucht habe. Ich habe die Zeit gerade durch Corona, also daher kann ich mir sowas leisten und vor allem brauchte ich hier jetzt auch mal einen Platz, wo ich das Dreieck unterstellen kann und das, der Hauptgrund war eigentlich auch wegen meiner Frau hier am E-Bike, weil ihr ist das Bosch, nagelneue Bosch, nach 3 Monaten geklaut worden vor der Haustür und wir haben einfach gesagt, wir brauchen einen Platz, wo wir es gescheit abstellen können. Ja, das hier ist nicht weit weg. Das ist ihr altes Fahrrad, wo ihr auch schon von der Reise gesehen habt. Ja, das hier wird jetzt mein Fahrrad, wenn ich es repariert habe, weil ich habe mir hier schon 2 Fahrräder repariert, die haben sie mir vor der Haustür geklaut. Uralt Dinger, wo ich sogar auf einem mit der Spraydose in gelb VH drauf gesprüht habe, haben sie mir vor der Haustür geklaut. Ich werde mir jetzt hier auch wie sie hat so ein Bügelschloss, das scheint die Leute wirklich vom Diebstahl abzuschrecken. Also kann ich allen ans Herz legen, macht euch so ein Rahmenschloss rein. Das mögen die Diebe nicht, weil da kommen sie nicht gescheit hin, um das aufzubrechen. Ja, so ein normales Schloss knacken die mit links. Ja. Und die anderen, da haben sie halt so einen oder einen Akku-Winkelschleifer dabei und dann ist das auch weg. Ja, und diese Falt... Schlösser, wo ja so super sicher sein sollen, die kann man übrigens in 3 Sekunden knacken, indem man an die Glieder zwischenrein mit der Blechschere reingeht. Meine, das ist die Schwachstelle von den Dingern. Also 3 Sekunden dauert es und dann sind die offen. So, aber jetzt habe ich eigentlich vorhin schon Tschüss gesagt. Da steht auch schon mein Wasser für die Fahrt jetzt. Ich nehme immer 2 Flaschen mit. Also da an der Seite habe ich die Flasche zum Nachfüllen. Hier habe ich mir so eine Britta Flasche, die gab es zuletzt irgendwo, glaube beim Lidl im Angebot. Die hat hier so einen Aktivkohlefilter mit drin, weil ich ja hier von hier immer das Leitungswasser nehme. Zu Hause habe ich so einen Wasserfilter. Ja, und so habe ich hier auch gefiltertes Wasser dabei und dann, wenn die hier leer ist, fülle ich mich sozusagen hier um. So, aber jetzt endlich Schluss. Das Video ist auch schon wieder arschlang geworden. Ja, 24 Minuten. Okay, achso, was ich auch noch vergessen habe, den Dämpfer habe ich auch als gleiches erstes getauscht und das Display. Ja, jetzt habe ich aber glaube jetzt alles erwischt. In dem Sinn wünsche ich euch was und ich gehe jetzt auf Fahrt. Mal sehen, ob ich in den Regen reinfahre, aber das ist mir auch egal. So, Baba, GoPro Aufnahme Ende.